Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Juli. Ich bin Charlie. Ich bin Yoshi. Sind wir Yosha. Kai. Wir sind Yosha. Ja, hier ist der Mac Reaper LP. Nein. Auf dem Dach. Zusammen mit dem Explorer Death. Und ja, wie jetzt sehen, wir haben noch einen, noch jemanden dabei. Nö. Wer? Ja, genau. Mehr Wahnsinn auf einem Haufen. Ich bin einfach zurückgekrochen, weil er gesehen hat, dass es jetzt Spaß macht. Was? Sagen wir mal so. Ich bin hierher gekommen, um euer Let's Play zu verbessern, weil ich gesehen habe, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Also. Ich habe gehört, es gab interne Kämpfe und ein paar Tote. Und Schlammcatchen. Okay, das auch dafür bin ich zurückgekommen hier. Ja. So. Wenn schon, denn schon. Ich finde das mit dem Räumen gut besser. Oh, also solange ihr alle Spaß habt, kann man jetzt mehr meinen. Oh Mann, und wieso habe ich kein Holz mehr? Ach ja, weil ich euch alles gegeben habe. Hm. So, dann Holz sammeln. Auch kein Holz mehr. So, ich habe so überhaupt gar keine Ahnung, was wir in den letzten 7 Folgen gemacht haben. Das ist schon zu lange her. Ja. Also ich bin heimisch in der örtlichen Mine geworden, glaube ich. Ich habe mir dann ein Zimmerchen gebaut, weil ich das konnte. Ich wohne immer noch im Pornokeller. Ich bin obdachlos, yay! Oh, das ist wunderbar. Ja, die anderen beiden haben wir ja noch kein Zimmer. Was ist denn das hier für ein Ding? Ihr kriegt euer Sven, ich noch mehr Holz, um dann die Dings auszubauen, dieses Haus. Warte, 99% des Holzes, das du benutzt hast, hab ich da reingestopft und Juli kriegt als erstes ein Zimmer? Ja, natürlich kriegt Juli als erstes ein Zimmer. Ho, ho, ho. Alter, was ist das denn für ein Megavieh? Hallo? Das kann Feuer spucken. Alter. Du? Lass mich raten. Diese Wüstenmaus hier mit dem Blatt über dem Kopf. Ich bin gerade echt enttäuscht. Ach so. Das ist doch alles, ihr seid alle. Na egal. Was? Nein, ist okay. Sie ist verknallt. Hm. Aha. Lange Geschichte. 10 Bedrock, hab ich das noch? Nein, schade, nein. Das ist ja nur Bedrock. Ach, halt deine Klappe. Naja, solange ihr beiden euch nicht wieder anfangt. Naja, nein, weil ja schlagen. Einfach, dass Juli nichts von alleine kann. Ich meine, sie kann sich nicht mal Sachen besorgen. Oder auch nur ein bisschen Hilfe da geben. Ey, guck mal, das geht jetzt direkt schon wieder los. Klopp euch, klopp euch. Scheiße spricht. Ja, ich wollte eigentlich sagen, solange ihr euch nicht wieder anfangt, über Lederleggings zu streiten. Haben wir gar nicht. Ja. Hä? Lederleggings. Haben wir denn über Lederleggings gestritten? Nein, eine Lederleggings. Ah. In Folge 5. Ich hab sie heute hochgeladen. Ja, ich hab's mir angesehen. Eifersüchtig? Weil ich eine Leggings gekriegt habe, natürlich. Ich hab eine dafür Handschuhe bekommen. Eine Lederleggings? Ja, nein, das war wie folgt. Juli hat sich die ganze Zeit einfach nur durchgeschnurrt und hat's nicht hinbekommen, sich was Eigenes zu machen. Wie scheiße ist. Die kugeln sich die ganze Zeit darum, wer hier was bekommt und wer dann von wem bevorzugt wird. Okay. Und wer hier die SM-Strapsen bekommt. Also ja, Alltag. Ja. Ach, Mann. Schlimm, ne? Sagst du das? Ja. Ah, ja. Ich finde das schön, dass Felix 1 und 2 so gut versteht. Ja, wir auch. Natürlich. Ich meine, ich kam in den Channel und es hat schon gefunkt. Das war... Ja, also... Oh, das war Magie. Oh, das war Magie, mon ami. Oh, ich merk schon. Komm zu mir und ich zeige dir den geilen Kater. Miau. Oh, ich habe aber nur eine Nase für dich. Ich glaube, die beiden bekommen sie mal nebeneinander. Dann haben sie nicht so weit. Wir brauchen nur eins machen, wir brauchen keine zwei. Ich schlafe einfach auf der Casting-Couch. In seinem Pornokeller. Was? Du hast doch eine, oder? Mein Pornokeller. Ja, das stimmt was, sogar. Ich wollte gerade sagen, was zur Hölle ist das hässlich? Ja. Das ist unser Haus von weit. Im Ernst? Das sieht aber wirklich hässlich aus. Ich arbeite das dran, dass man ein bisschen... brauner, fetter Klumpen. Ja, richtig eklig. Weil das ein brauner, fetter Klumpen ist, aber du kannst auch nicht hässlich sagen. Als ob da so ein Riese einfach hingeschissen hat und dann mit so einem Spaten irgendwie versucht hat, da was zu formen. Hat irgendjemand eine Brücke über ein Dings gebaut, oder was ist das? Ja, das war... Ich glaube, es war Felix 1. Wer? Ja gut. Oh, hier liegt was. Also wer war das jetzt? Schön auf jeden Fall Spaß zu haben. Ja. Gut, das Haus, da habe ich mich jetzt auch noch nicht wirklich angestrengt. Ich wollte erstmal was haben. Na, ist dir vor die anderen sagen, wir wollten uns nicht beschweren. Es tut mir leid. Ich wollte gar nichts dazu sagen. Es kam mir nur. Gleich fangen sie an, sich wieder zu prügeln. Warte. Ja, hast recht, vielleicht sollte ich beruhigt sein.
Ja, oder du sagst wieder, wenn sie nicht aufpassen, irgendwas gemeint. Nein! Gemeint. Dennis, ja, das ist nicht schwer, wenn ich Dennis, hast du was Gemeines über uns gesagt? Dennis? Also dann nicht so schön. Ich dachte so, du bist der Einzige, der nicht so ist. Ja, ich hab dir vertraut schon wieder. Dennis? Was ist los? Ich bin runtergefallen. Komm, du kannst uns nicht vertrauen. Wie nur? Was hab ich schon gehört? Ich nicht. Ich weiß nicht mal, was los ist, aber wie nur? Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist viel schlimmer. Du steckst mit uns unter einer Decke. Ja, das du jetzt wahrscheinlich der böse Wortwörtlich. Dennis ist ab jetzt Felix 3. Dennis hat einen neuen Titel erhalten. Er wurde herabgestuft. Also das ist doch wenn dann eine Beförderung. Also. Achievement unlocked. Herabstufung Bierfelix. Auf Felix 3. Man sieht so diese halben Äste, die man immer so sieht, ne? Das waren so 99% unserer Spieler. Man kriegt die oben von nicht abgebaut. Achso. Die Arbeit mache ich mir nicht, der Einzige. Wenn ich die Arbeit mache, ist Dennis. Dennis ist auch unser Bauprofi. Ich bin derjenige, der sich immer. Ich bin derjenige, der immer das Holz bringt, während andere kleine Schnurrer schon Zimmer kriegen. Während andere das Trüppchen mit Equipment ausstatten. Oh, Charlie, du bekommst das nächste Zimmer. Und es wird größer als Julis zufrieden. Und es ist ein Einzelzimmer. Wie kannst du nur? Du hast nichts gemacht, also heul nicht rum. Mal diese machtintern Kämpfe hier. Boah, das ist ja scheiße hier mit diesem. Warum haben wir keine Brücke? Ich bin nicht bei der Nähe von dir. Wie kann ich dir im Weg gewesen sein? Nicht nur mir. Weißt du, ich frage, noch, was du gerade wieder zurück gezogen hast? Zu Fuß oder mit dem Auto? Scheiße, halt die Dinger viel aus. Mich jetzt nein, es sind zwei. Kämpfst du auch gegen die Wüstenmaus? Nein, ja. Ich kämpfe gegen so einen fetten Hawk, den ich getamed habe selber noch. Hä? Wie kannst du dann gegen ihn kämpfen, wenn du ihn getamed hast? Danke. Ein wildes. Achso. Ein sehr wildes. Oh. Ich habe nur keine. Muss Blüten wohl Spanisch mehr. Sein. Halt oh, ich heißt noch eine Spanisch. Ja. Latina-Blut. No me gusta la fusta. Oh, si, me gusta. Se gusta la fusta? Ey, se gusta la degusta musta. Ihr macht mir Angst. Du weißt, La Fusta bedeutet die Peitsche, deswegen sage ich immer nur Me Gusta La Fusta. Ah, du hast gerade Sigusta La Fusta gesagt, also ja, ich mag die Peitsche. Was ich da gesagt habe. Ja. Wahrscheinlich habe ich gerade einen Kaufvertrag über eine Waschmaschine. Waschmaschine abbohren. Nein, du hast nur gesagt, du magst die Peitsche. Me Gusta? Nee, was habe ich gesagt? Nein. Pizza. Du hast gesagt, Le Gusta La Fusta. Also, Le Gusta. Nee, Me Gusta. Ich mag. Ja, ich mag und. Und La Fusta ist die Peitsche. Was reden die für ein Schwachsinn? Wir reden Spanisch, Mann. Scheiße. Achso, ja, Charlie, du kannst doch sagen, ich bin. Charlie, Kittal. Du kannst mitreden, bitte. Charlie, Kittal. Ich weiß nicht, was 21 ist. Como te llamas? Como te llamas, señorita? Konnichiwa. Das ist. Ah, das da komme ich schon wieder mit. Anatawa, o genki desu ka? O genki desu. Waka mental. Hi. Junge, jetzt ein bisschen ab. Okay, entweder du hast gerade in die Wildnis gekackt oder ich kann diesen Sound nicht erklären. Das war der. Das sagen immer Leute, wenn sie sterben. So. Ja. Ach, hier irgendwo sollte ein Blümchen sein. Ich bin jetzt rumgelaufen ohne. Ja, ich hatte so. Ich bin einfach nur im Kreis gelaufen und hab vergessen, dass ich überhaupt was machen wollte. Das lasse ich mal hier. Hier Krebs. Sei mein Krebs. Nicht die Maus. Nicht die Maus. Ach, die läuft doch weg. Was machen die da wieder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vögel, Krüppel, Vögel. Wozu braucht man eigentlich Knochen? Gute Frage. Für Dinge. Für einen Skinny Look. Ach, so langsam wird mein Inventar voll. Was werfe ich denn weg? Vielleicht doch gar nicht so schlecht. You have discovered a new area. Ich hab viel mehr Holz, als ich dachte. Matsch brauche ich nicht. Wo ist denn der Scheiß, ey? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Und das will ich gar nicht erst haben. Wieso ist das hier so dunkel? Wie gehört denn der Teleporter Black Reaper hier? Komm mal her. Bau mal deinen Teleporter ab, der fliegt hier in der Luft rum. Nö. Okay. Ja, weg. Ah, okay, Boss Hawk, nein, hast du da? Ich? Ja? Ich designe uns jetzt eine geile Brücke. So, er baut eine zähe Landschaft ab. Sieht ja alles hier zum Kotzen aus. Hauptsache du.
Der macht Hauptsache was. Bei dir so, ich baue euch eine Brücke. Du verschandelst unsere Landschaft. Was wie scheiße aussieht, kann nicht noch scheißiger, beschissener werden. Nein. Denk daran, ne, wenn du Awesome nimmst, ist die vierte Steigung immer scheiße. Schnell, schneller, am schnellsten. Scheiße schnell. Ja, ne? Jetzt wo du sagst, ergibt das alles einen Sinn. Ja. Es ist gruselig, wie gut die sich verstehen. Ja, mehr schon. Wir sind Seelenverwandte eben. Geht mehr an, ne? Ja. Tja, jetzt habt ihr zwei von uns. Ja. Ja, ist ja nicht selber so, schuld, ne? Uns nicht gewarnt. So, wir haben die Warnung noch nicht wirklich wahrgenommen. Vorsicht. Was? Wir Vorsicht, Kalach Bum Bum? So schlimm kann es nicht werden. Schalach Bum Bum? Schalach Bum Bum? Nee, Schalach Bum Bum. Achso. Schalach Bum Bum. Ah. Ich weiß gar nicht, von der Rede. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ihr meint. Folge 4. Ich weiß nicht, wer... Irgendwer von beiden hatte das gesagt, ich bin mir noch nicht mehr sicher. Ja. Jetzt bin ich enttäuscht. Also jetzt bin ich extremst enttäuscht. Du hast also, sie enttäuscht. Sorry, ich kann mir nicht alles... What the fuck? Es ist ein lebender Tornado! Oh, cool. Es ist ein lebender Tornado. Hauptsache erstmal, oh nein, und dann, oh doch. Gibt es hier eine Materialienkiste irgendwo? Nö. Mit Steinen und so, oder? Nicht? Okay. Nee, ja, die Egos haben uns alle eingekriegt. Toll. Ja, hier draußen ist eine mit viel Holz drin. Nee, da ist nicht wirklich was Nützliches. Nö, toll, die weil die anderen nicht nachlegen, sondern ich hab hier noch 100 Steine. Ich hab da... Oh. Genau dich, du warst auch gemein. Ich hab mein eigenes. Ich versorg mit Ressourcen. Felix 2. Dumme Idee. Fuck. Markus, er redet mit dir. Felix 2. Hab kein eigenes, du verdient. Hallo? Was? Hier ja, nice. 4, 3, 2, 1. Jens? Ja. Deswegen hast du mit Händen gefuchtelt. Ja. Das ist ein kleines Mädchen. Ja. Sehr erwachsen. Na geil. Ja, vielleicht hilft ja mit Händen gefuchtelt. Der ist der Neue. Felix 2. Was? Sehr erwachsen. Egal, was du gerade gesagt hast, aber ich soll auf dich. Ah, okay. Werd mal wachsen. Runter von meinem Rasen! So. Kann ich direkt so erwachsen. Warum? Wer frisst im Let's Play? Echt mal. Diese Unprofessionalität kann ich nicht dulden. Echt mal, wie spät ist das? Noch können wir zu Sky. Oh, warte. Bis 8 haben die auf. Ja, tut mir leid, wir müssen euch gleich sitzen lassen. Es ist 18.58 Uhr. Oder du redest einfach mit 2, fällt nicht auf. Ich gehe einkaufen und du redest mit 2, das kriegen die eh nicht mit. Wahrscheinlich nicht, nein. Die können uns ja eh nicht auseinanderhalten. Doch, klar. Für mich schon. Ja, erzähl. Du bist die eine und die andere ist die andere. Juli und Charlie. Oh, hier ist Charlie. Ein Monster, oh mein Gott. Juli und Charlie. Das will ich auseinanderhalten. Ja, keiner... Nein. Keine Ahnung, wer ist, aber auf jeden Fall kann man die Stimme unterscheiden. Dennis, komm mal her. Wer ist? Ja. Ja. Komm. Charlie, also ich bin grundsätzlich die jetzt erst verquatscht. Das sollte man doch irgendwie mal... Es recht stimmt. Juli, oh erzähl mir was Sinnloses, während ich etwas sehr Poetisches von mir gebe mit sehr Schalachbuch. Rinderwahnsinn. Schalachbuch. Ich wähle dich, Dennis. Natürlich kannst du... Ey, du sollst nicht die scheiß Fackel abbauen. Kulturbanause ist nicht verstehen. So, drauf da! Mein Fehler. Warte, mal, ich hab glaube ich sogar noch immer noch ein Holzschwert. Ey, oh, Sack! Ich hab dich. Ich war das gar nicht. Egal, geh drauf. Schalach, du schaffst es! Alter! Kulturbanause, von hier will ich nichts hören. Schalach, boom. Ja. Ich muss mal. Außerdem habe ich Schalach gar nicht gesagt, ich hab gleich gesagt Halla. Schalach, boom, boom. Tut mir leid, da bin ich wieder raus. Ich kann keinen. Dabei hast du das mehr gehört als ich. Nice, also, Keeper. Langsam wow, wird das. Ich habe überraschend. Ich mal so ein bisschen runtergrabe. Das war, also ich brauche, macht man eigentlich nochmal Fackeln? Ah. Kann ich nicht. Mit Crafting und dann suchst du Fackeln raus. Ja, ich hab doch nicht Fackeln. Ja, ich brauche noch ganz viele weiße Dinger. Stone. Wood. Sperr mir. Wie habe ich denn nur eine Wood meinte? Ach. Ist die Stone kaputt gegangen? Mein echt? Du greifst mich von hinten an, obwohl das Nacht ist? Ich hab's vergessen. Ich guck mal, jetzt geht die Geschichte wieder los. Sie erzählt die ganze Zeit von ihren Sachen von hinten und.
Ich habe vergessen, dass es Nacht ist und die Viecher ja aggressiv werden. Die sind auch tagsüber gerne aggressiv. Oh, aber nicht, dass ich gleich 8 auf einmal angreife. Echt? 3? 3 gegen 1? 3 gegen 1? Gut, Kake Party. Das ist voll fair. Dennis, hast du Pilze? Mir sicher. Also, wenn ich wegen euch sterbe, dann komme ich wieder und nehme die Feuer mit. Ja, ich habe 10 Pilze. Bin voll weit. Willst du Heiltränke schon machen oder? Ja, einfach gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Heiltränke wären übrigens meine gute Idee. Ja, ich brauche die eigentlich für diese scheiß Wood Minings, ja. Ja, warte, ich ach ja. Ich kann dir gleich eine, ist ja noch nie eine Stone Mining Cell geben. Okay. Oben in der Kiste ist sogar, glaube ich, eine Wood Mining Cell im Haus in der Kiste. Ja, die wollten die alle weggeworfen haben, weil sie sie nicht mehr brauchen. Warte, wo geht's hin? Ja. Hier, ich bin hier. Habe hier doch noch irgendwo hier. Das Schwein da hinten hat mich schon im Visier, das kann ich genau sehen. Ich komme da nicht hin. Nein, ich habe sie. Charlie, ja. Ich glaube, ich habe den Punkt gefunden, an dem du in der letzten Folge gestorben bist. Ich bin längst schon gestorben, du hast mich umgebracht. Nein. Cool. Das haben alle gesehen. Du bist, du kleiner Bastard. Ich nicht. Du bist in die Bombe reingelaufen. Bomben, du magst auch Bomben? Bomben? Nein. Wir gemeinsam. Ja. Ich weiß. Lass uns als Lebensaufgabe machen, Charlie in die Luft zu bringen. Fuck es dich ja nicht. Ja, zu jeder endlichen Tageszeit. Ja, Felix, wie war das noch? Die Männer planten die Bomben auf. Hallo, Schwein. Das war ja aber nicht auf mich. Ach ja, die Geschichte. Auf Charlie und Delta. Nein. Ich war eigentlich nur tief Ablenkung. Warum ist das auf einmal in mich übergegangen, ja? Weil du dich nach dieser selber beschwert hast, was denn jetzt mit dir sei. Ja. Soll ich einfach mal dieses Planten der Bombe auf Platz Charlie zusammenfassen? Sexbomb Charlie? Was? Nein, Spaß. Echt mal, dann mach mal Komplimente und dann und dann werden sie noch ins Negative gezogen. Oh, schlimm ist das mit denen. Ich hab nichts gesagt, auch, also bin ich jetzt auch ätzend. Weil du durchgehend ätzend wirst. Welchen pH-Wert hat sie? Ich hoffe, du erstickst an deinen Pfannkuchen. Ich mach dir nie wieder Essen. Wegen dir musste ich immer Margarine kaufen gehen, weil du es nicht vorher bedacht hast. Deswegen hast du mich geweckt. Und so brachte Margarine ein Duett auseinander. Wir sind ein Duett, ich wusste es schon immer. Ich jetzt gleich eine Stimme auf Bild. Tölpel-Duett, ja. Wir sind das Duett des Todes. Jeder stirbt, wenn er uns hört. Stimmt, wer erst die Treppe runterfällt. Oh, ich will keine Kohle, ich will Obsidian. Bekommst du aber nicht. Warum habe ich kein Geld und 3 Kinder? Ich hätte lieber 3 Geld und keine Kinder. Ein Zitat von Homer Simpson. Ja. Auf mich. Und was sollte jetzt diese tolle Handbewegung der Faust von oben nach unten? Das sah so lächerlich aus. Sie können zwar nicht sehen, aber ich kann nicht sehen. Ja. Ist haben wir schon erwähnt, dass das Display FSK 18 sein sollte? Ja. Ja, wieso? Mehrfach. Also warum? Mir wurde geschrieben gleich 21, also davon mal abgesehen. Von wem? 21. Ein Bekannten. Hat sich das angeguckt und hat gesagt, ihr fangt ja gleich an hier. Expert, er fing ja gleich an mit Dennis will Juni. Ach ja! Charlie will das filmen und. Ja, in der ersten Folge, das war. Genau, und dann kam bei mir ein, ihr fangt ja gut an. Das war nur der Auftakt. Das wurde von Folge zu Folge schlimmer. Ja. Du mal so eine Frage, was ist Bedrock? Bedrock ist Stein, den du in der Nähe von Stein findest. Was ist. Siltstone. Kann ich nicht mal Treppen bauen oder so? Ja. Kannst du mir auch mal ein paar Treppen bauen? So 10 Stück. Nein, sagen wir 20. Dennis, du brauchst Treppen. Aus Stein? Jetzt erstmal Kerzen. Aus Fackeln. Erstmal aus Stein. Jump. Reclaim. Es ist schlecht. Ich hab noch Stone Slab. Cool. So, dann komm ich mal nach Hause. Ich bin der einzige Mensch auf diesem Planeten, der es nicht schafft, Obsidian zu finden. Tja, warum wohl? Planeten.
Da fällt mir ein Grund ein, warum du keins findest. Hat der noch Kohle? Nee, das ist wie viel Obsidian habe ich denn noch? Verdammt. Ich höre 94. Was? Warum hörst du uns nicht mehr? Also ich höre euch nicht mehr, aber die 20 Minuten sind rum. Connection timed out. Oh. Connection timed out. Was? Warum? Wir sind rausgeflogen. Wir haben euch nicht mehr vernünftig verstanden. Okay. Okay. Aber das war's eh für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Na denn. Tschüss. Dies war's auch schon wieder mit der Folge Let's Play Creativerse Together. Klickt doch unten links auf das Banner, dann kommt ihr zum Kanal von Black Reaper LP oder unten rechts auf das Banner, dann kommt ihr zu Yusha oder auf mein Banner, um ein Abo dazulassen.